Allgemeines. Besucher und Mitarbeiter von Fremdfirmen müssen sich im Leitstand anmelden und dürfen sich nur ohne Beaufsichtigung auf dem Betriebsgelände aufhalten, wenn sie eine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben. Den Anweisungen des Betriebspersonals ist grundsätzlich Folge zu leisten. Mitarbeiter der Fremdfirmen sollten sich nur im zugewiesenen Arbeitsbereich bzw. zu den Pausen innerhalb der Baustelleneinrichtung aufhalten. Rauchen ist auf dem gesamten Betriebsgelände verboten, auch in Fahrzeugen. Ausnahmen bilden die ausgewiesenen Raucherplätze im Bereich der Raucherinsel und vor dem Eingang des Kraftwerks. Raucher haben zwingend die Raucherinsel aufzusuchen. Das Mitführen oder der Konsum von Alkohol, Drogen und anderen Rauschmitteln auf dem Betriebsgelände ist untersagt. Offenes Feuer ist auf dem Betriebsgelände verboten. Schweiß-, Schneid- und Lötarbeiten sind im Vorfeld der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zwingend zu beantragen. Vor Beginn der Arbeiten sind vorbeugende Brandschutzmaßnahmen zu treffen. Brandwache, Feuerlöscher, Hydranten. Beim Verlassen der Arbeitsstelle ist die Brandwache mit einer verantwortlichen Person des Auftraggebers abzustimmen. Bei Feuer sind unverzüglich die vorhandenen Brandmelder auszulösen und zwingend das Betriebspersonal zu verständigen. Feuer, Unfall, Umweltverschmutzung und Verkehrsunfall oder ein medizinischer Notfall sind unverzüglich auf der Leitwarte zu melden. Telefonnummer 03533 488 245. Trage, Erste-Hilfe-Koffer, Defibrillator befinden sich im Gang neben der Leitwarte. Die Lage der Feuerlöscher und Fluchtwege entnehmen Sie bitte den Flucht- und Rettungsplänen. Flucht- und Rettungswege sind immer freizuhalten und im Gefahrenfall zwingend zu benutzen. Arbeitswege sind nicht zu verstellen. Im Gefahrenfall ist der Sammelpunkt unverzüglich aufzusuchen und dem Schichtverantwortlichen durch den Verantwortlichen der Fremdfirma die Anzahl der Personen zu benennen, die sich auf der Anlage befinden. Unbefugtes Betreten von Betriebsräumen und Werkstätten ist verboten. Unbefugtes Betätigen von Schaltern und Armaturen ist verboten. Das gesamte Gelände ist videoüberwacht. Das Filmen und Fotografieren auf dem Betriebsgelände ist grundsätzlich untersagt. Verhalten auf dem Kraftwerksgelände, PSA, persönliche Schutzausrüstung. Auf dem Gelände ist das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung, Helm, Sicherheitsschuhe, Schutzkleidung, gegebenenfalls Gehör- oder Atemschutz sowie PSA gegen Absturz, Pflicht.
Auf dem Betriebsgelände ist außerhalb von Gebäuden und im Lager zwingend eine Warnweste zu tragen. Es besteht Helmpflicht. Straßenverkehrsordnung und innerbetriebliche Verkehrswege. Auf dem Betriebsgelände gilt die STVO. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 10 Stundenkilometer. Benutzen Sie ausschließlich markierte Verkehrswege. Feuerwehraufstellflächen sind freizuhalten. Der Brennstoffplatz, Brennstoffhalle Ascheplatz und die entsprechenden An- und Abfahrten dürfen nur von Holzlieferanten, Entsorger benutzt befahren werden. Das Parken ist ausschließlich auf den durch das Betriebspersonal zugewiesenen Stellen bzw. ausgewiesenen Plätzen gestattet. Informationen für Fremdfirmen. Arbeitsaufträge werden von der verantwortlichen Person im Kraftwerk schriftlich vergeben. Vor Beginn der Arbeiten erfolgt zwingend eine orts- und arbeitsspezifische Einweisung der zuständigen arbeitsverantwortlichen Person der Fremdfirma durch den Arbeitsverantwortlichen des Kraftwerks. Dies ist auf dem Formblatt Sicherheit vor Arbeitsbeginn zu dokumentieren. Die Einweisungen erfolgen schriftlich mit Hinweis auf arbeitsbereichsspezifische Gefahren und werden, wenn notwendig, auf dem Freigabeschein vermerkt. Fremdfirmen haben für ihre Tätigkeiten eine entsprechende Gefährdungsbeurteilung vorzulegen. Beim Umgang mit Gefahrstoffen ist entsprechend den Bestimmungen der Gefahrstoffverordnungen vorzugehen. Sicherheitsdatenblätter und entsprechende Betriebsanweisungen sind zu beachten. Die Benutzung elektrischer Geräte in Explosionsschutzbereichen ist untersagt. Die Bereiche sind mit der entsprechenden Symbolik gekennzeichnet. Ordnung und Sauberkeit im Arbeits-, Unterkunfts- und Sanitärbereich sind zu gewährleisten. Zugänge zu den Arbeitsplätzen sind freizuhalten. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Arbeitsplätze in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Müll, Reststoffe, Öle, Fette, Verpackungsmaterialien und Baureste sind durch die Fremdfirmen fachgerecht zu entsorgen bzw. in den zur Verfügung gestellten Behältnissen abzulegen. Hilfsmittel, Krane, Hebezeuge, Leitern. Die Benutzung von Hebezeugen und Anschlagmitteln erfolgt ausschließlich mit der Erlaubnis der verantwortlichen Person im Kraftwerk. Flurförderzeuge, Radlader, Stapler und Krane des Auftraggebers können nach Beauftragung durch den Fremdfirmenverantwortlichen und Einweisung durch den Auftraggeber genutzt werden. Dies ist zu dokumentieren.
Vor der Benutzung von Gerüsten ist die Eintragung in Gerüstfreigabeschein und Gerüstübernahmeschein erforderlich. Es dürfen ausschließlich durch die Gerüstbaufirmen freigegebene Gerüste benutzt werden. Gerüste dürfen nur von Gerüstbaufirmen umgebaut werden. Vor Benutzung der Gerüste ist eine Sichtprüfung durchzuführen, ob augenscheinlich Umbauten von Vornutzern, Entfernen von Geländer, vorgenommen wurden. In diesen Fällen ist ein Verantwortlicher des Kraftwerks zu verständigen. Bodenöffnungen im Bereich von Leitern sind prinzipiell nach dem Auf- und Abstieg geschlossen zu halten. Es sind nur geprüfte, mit gültiger Plakette gekennzeichnete Leitern zu verwenden. Nicht geprüfte oder beschädigte Leitern sind unmittelbar außer Betrieb zu nehmen. Es sind geprüfte, mit gültiger Plakette gekennzeichnete Elektrogeräte zu verwenden. Nicht geprüfte oder beschädigte Elektrogeräte sind unmittelbar außer Betrieb zu nehmen.